Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und in dem Video möchte ich euch gerne eine App vorstellen, die ich gefunden habe und die ich jetzt getestet habe. Und mit meinem Testen jetzt erstmal soweit so zu Ende bin, weil es geht darum, Lebensmittel zu retten. Das ist eine App, die heißt Too Good To Go. Das ist jetzt diese App mit dem Grün da. Ja. Da kann man sich dann ganz normal anmelden. Bezahlt wird über PayPal, Klarna oder Google Pay. Und da werden Geschäfte im Umkreis angezeigt, die da mitmachen, wo man sich dann Entschuldigung, wo man Lebensmittel abholen kann. Da geht man dann hier rein in die App und sagt, man möchte dann halt so eine, zum Beispiel hier bei Netto, man sagt hier so, man möchte so eine Box haben, jetzt ist gerade keine da. Und dann geht man hier unten auf Bestellen, wird dann vom Konto abgebucht. Ja, und dann kriegt man hier zum Beispiel bei Netto 3,90 habe ich bezahlt und da soll ein Wert von 12 Euro drin sein. Wir gucken uns auch gleich alles an. Dann bei einem Bäcker, da musste ich was weiterfahren, habe ich Sachen für 9 Euro gekriegt, also Wert von 9 Euro für 3 Euro. Da bin ich hingefahren. Wie viele Kilometer bin ich hingefahren? Ich muss mal schnell beim Navi nochmal gucken. Ja, na gut, 29 Kilometer hingefahren. Das hat sich jetzt von der, also nicht wirklich gelohnt. Ach Mensch, Katerchen. Aber man muss ja alle testen. Und ich habe halt bei mir nicht wirklich was im Umkreis. Ich habe drei Sachen. Das ist halt Netto, der Bäcker und dann war noch ein Café aus dem Nachbarort. Da habe ich Kuchen geholt. Da werde ich jetzt entweder mal, werde ich dann nachher das noch einblenden, weiß ich noch nicht. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die Karte das zu testen. Für euch ist es vielleicht viel interessanter, wenn ihr in Berlin, Randgebiet Berlin, also noch mehr Randgebiet Berlin wohnt als ich, wo vielleicht mehr Geschäfte mitmachen, wo man dann sagt, hier, ja, dann buchen wir das mal, zack, 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 und dann irgendwie drei, vier Läden in einer Straße oder so, und dann klärt man die ab, fährt man, zack, zack, und dann hat man sein Zeug. Aber wir gucken jetzt erstmal, was da so drin ist. Also beim Bäcker habe ich schon kurz reingeguckt, da bin ich sehr zufrieden mit. Uiuiuiuiui. Man steht überall, dass man eigentlich so eine Tüte mitnehmen soll. Bei Netto haben sie mir gleich so einen Karton gegeben. Auch beim Bäcker haben sie mir so eine Plastiktüte mitgegeben. Plaste ist natürlich, Papier ist halt natürlich für längere Fahrten halt jetzt nicht so geeignet. Aber im ersten Augenblick ist was da. So. Wir haben hier eine Tüte mit einem Gebäckstück. Und was ist da unten noch drin? Oh. Das ist, sag schon, hier mit Quark gefüllt und so. Lecker, 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 lecker. Also der Bäcker hat auch einen sehr ordentlichen und sauberen Eindruck gemacht auf mich, wo ich das geholt habe. Das sind keine Ramschläden. Also nicht falsch verstehen oder so. Ja, die verkaufen ihr Zeug so oder so. Aber man kann sich halt am Vortag für den nächsten Tag reservieren für ein Paket. Für die Sachen, für ein paar Sachen von denen, die übrig bleiben, damit sie nicht weggeschmissen werden müssen. Oder halt weniger weggeschmissen wird. Ja? Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir ein normales Brötchen mit bei. Eins mit Körnern. Oh, einen großen Schusterjungen. Ui, den kennt ich noch ja nicht. Ein Dreieck. Dann mit. Ist das Mandelnot? Nee. Oh, das ist. Mit Weintrauben. Mit hier. Wie heißen das? Wie heißen die dörten Weintrauben? Kommt. Oh, die mag ich. Mondkranz. Kranz. Mondzopf. Und ein richtig geiles Brot. Was auch sehr lecker aussieht. Und sehr lecker riecht. Ich glaube, das ist ein Zwiebelbrot. Ja, das ist ein Zwiebelbrot. Oh geil, wie lecker.
Da werde ich mir heute auf jeden Fall gleich mal eine Scheibe Zwiebelbrot reintun. Muss ich natürlich gleich alles erstmal in eine Tüte machen, damit der nicht hart wird. Das klappt. Also Bäcker, finde ich, hat sich gelohnt. Man kann natürlich auch zwei Tüten oder drei Tüten gleich bestellen. Ja, also wenn man weiß, halt, okay, Bäcker XY macht immer eine schöne Auswahl rein. Ein halbes Brot, davon ein Brötchen, davon ein Brötchen. Und man weiß, man ist mehr als in zwei Personen. Ja, dann sagt man da halt, kann man dann auch Plus drücken, kann man sagen, ich möchte drei Tüten oder so. Und dann kann man halt auch mehrere Tüten nehmen. So, dann kommen wir hier zum Karton von Netto. Das von dem Café. Das werde ich euch, nachdem wir das alles angeguckt haben, hinten anhängen. Das habe ich mit Handy aufgenommen, beziehungsweise Josie. Da weiß ich nicht, vielleicht werde ich es nachvertonen. Ich muss mir den Ton erstmal anhören. Oder ich spiele es einfach nur so ab. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. So, da haben wir einmal eine Biomilch, 3,8% Fett. Da haben wir schon Aufkleber drauf. Biomilch runtergesetzt auf 1,13 Euro. Und die ist jetzt noch haltbar bis... Ich guck mal, nicht, dass wieder einige sagen, oh, die ist jetzt ja bald abgelaufen. Ja, bis zum 12.11. Das ist ja... Das ist nächste Woche. Oder? Nee, morgen. Morgen. Also heute für Juna noch Kakaomilch oder so. Dann haben wir Geflügelfilet. Und er setzt von 2,49 Euro auf 1,67 Euro. Sieht auch sehr lecker aus. Auch noch nicht schlecht, gar nichts, also super. Ach, das ist was für meine Frau. Oder meine Mutter. Heringssalat. Ich muss gleich mal Mutter schreiben, ob das Mutter war. Nee. Meine Mutter? Oh. Mutti, isst du Heringssalat? Dann packen wir mal beiseite gleich. Natürlich sind da nicht, bestimmt nicht für jeden Sachen drin, aber für uns, jeder isst was? Milchreis! Unser Bio-Milchreis für die Kleine. Die liebt Milchreis. Ja, das geht doch gleich weg wie nix. Das wird heute Abend noch essen. Das bringt gleich hoch. Denke ich mal. Ich muss gucken, habe ich jetzt. Ja, dann habe ich hier drei Actimel. Oh, Limited Edition. Das ist... Immun, ja, unterstützt das Immunsystem, ja, mit Zimt und keine Ahnung was. Drei Stück sind mit bei. Aber bei unserem Netto musst du wirklich schnell sein. Die Boxen, ich habe die App jetzt seit einer Woche und versuche seit einer Woche so eine Box zu kriegen. Die stellen die abends um 19 Uhr noch was rein und gestern habe ich die ganze Zeit aktualisiert. Ich war 10 Minuten vorher dann und immer aktualisieren. Bis ich das Glück hatte, yes! Eine Box konnte ich mir sichern. Und dann zack, waren alle Boxen schon weg. So, dann haben wir hier noch ein Brot, stark reduziert 50%. Und zwar ein Malz-Meerkornbrot. Schon geschnitten. Ein sehr dunkles. Auch gut. Ich staune, wie viel gesunde Sachen da, also Bio und so da drin sind. Oh, Möhren natürlich ein Bund voll. Die können wir natürlich jetzt super brauchen, weil Wochenende gibt es... Bauerntopf und so. Dann haben wir hier einmal Rucola-Salat. Das ist was für meine Frau. Die isst sowas definitiv. Das weiß ich. Oh, das Netz ist hier schon offen. Dann haben wir hier ein Netz, was aufgegangen ist mit Mandarinen. Kann ich euch jetzt nicht anders zeigen, weil sonst fallen die mir hier alle hinten raus. Das ist was für die Kleine und mich. Josie mag die nicht, aber ich mag die und die Kleine auch. Und was haben wir hier?
Oh, ein Camembert-Käse, das ist was für ein Papa. Das mögen die anderen alle gar nicht, aber der Papa, einen schönen Camembert, den werde ich mir heute reintun. Da werde ich mir schön Zwiebelbrot, Butter und Camembert, den werde ich heute mal schön machen. Vielleicht noch ein paar Eier dazu. Ja, drei, sechs Eier haben wir hier noch. Auch Bio, so wie es aussieht. Runtergesetzt auf 2 Euro. Vorher 3. Zwei 20, vorher 3,30. So. Dann werden wir das jetzt mal hier wieder reinräumen, dass ich das heil in die Küche bekomme. So. Obwohl das Actimel, obwohl, mal gucken, ob die Große oder die Kleine das will. Oder halt aufteilen. Milchreis und die Milch. So. Das kommt in die Küche, das kommt hoch. So, jetzt leider ohne Ansteckmikrofon. Wir haben über die App habe ich hier geholt. Ich übergib mal an Josie, die nimmt jetzt auf. Ja, hält doch richtig fest. Links und rechts. Und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Also im Wert von, die App verlinke ich euch, ist auch kein Product Placement. Ich habe dafür kein Geld gekriegt. Ich habe die App auch nur durch einen Zufall gefunden, weil die irgendjemand erwähnt hatte. Und habe gedacht, ich teste es jetzt einfach mal. Das sollen Sachen im Wert von 10,50 € sein. Und ich habe bezahlt 3,90 €. Man muss vorher bezahlen. Also ich habe gestern Abend per PayPal die 3,90 € bezahlt und heute haben wir es abgeholt. Das sind Sachen, die übrig geblieben sind vom Kaffee, die sie nicht verkaufen konnten oder halt, wo halt jetzt noch was übrig war nach dem Ende des Tages und ehe man sie wegschmeißt, kann man sie kaufen. Oh, der Schoko für mich. Uiuiui. Ja, und das sind jetzt im Wert von 10,50 €. Hat sich gelohnt. Also Schoko ist mit bei. Das ist Kokosnuss oder Vanille. Sieht ganz gut aus. Oh, hier ist so eine Kirsche noch unten mit drin. Also sieht sehr lecker aus. Ist jetzt natürlich ein bisschen auf der Fahrt zerlaufen, klar. Aber ich würde sagen, für 3,90 € so viel Kuchen und das von einem richtigen Bäcker, würde ich sagen, lohnt sich. Na, mal gucken. Ich hoffe ja, dass ich beim schwarzen Netto auch mal so ein Paket kriege. Aber irgendwie, der schwarze Netto, der aktuell sieht immer nur die Zeit. Dann und dann war was drinne und ist ausverkauft. Ich soll es morgen nochmal versuchen. Aber da wird nur die Zeit aktualisiert. Da habe ich noch nicht einmal gesehen, dass man das kaufen konnte. Da werde ich das nächste Mal hinfahren und mal fragen, ob die überhaupt was drinstellen oder nur die Zeit aktualisieren. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich will nochmal schnell so. Dass ihr das nochmal seht, also das ist dieser Schokokuchen. Also ich finde, Sachen vor der Mülltonne retten ist gut. Und für 3,90 € ist das okay. Und ein bisschen weiter weg ist auch ein Bäcker. Da könnte man dann auch Brötchen. Mal gucken. Hier soll auch ein Bäcker aus meiner Nähe mit sein. Den werde ich mal versuchen noch abzupassen, dass ich dann vielleicht nochmal vom Bäcker was testen kann. Also ich muss sagen, so mein Fazit jetzt über die App. Bedienungsmäßig ist sie gut. Schnell, funktioniert auch gut. Ich würde mir eine Benachrichtigungsfunktion wünschen, dass man halt sagt, was man auf Favoriten packt, dass man da benachrichtigt wird, wenn die ein Produkt, also wenn die sagen, hier, ab jetzt kann man buchen. Dann würde ich mir wünschen, ja, dass mehr Läden aus meiner Gegend vielleicht mitmachen. Also bei mir ist ganz schlecht. Wie gesagt, drei Läden. In Berlin ist alles voll. Bei mir sind nur drei. Dass ich das Fahren halt, also dass man halt nicht so weit fahren muss, dass sich das halt lohnt, auch wegen der Umwelt. Weil man macht das ja, um die Umwelt zu schonen, aber bringt ja nichts, wenn man für 3,90 € ein Paket vom Bäcker holt, was 9 € wert ist und der Bäcker ist halt 30 Kilometer weiter weg. Also da müsste sich das halt schon lohnen, da müsste man dann halt für die ganze Familie mitbringen und Verwandte oder Nachbarn, dass man dann hinfährt und gleich 5, 6, 7 Pakete holt oder so. Dann würde sich das wahrscheinlich auch rentieren.
Aber so von der Qualität, von der Auswahl, egal von wem ich was habe, vom Stadtcafé, vom Bäcker und jetzt hier von Netto, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Bin ich sehr, sehr zufrieden sogar. Also ja klar, von Netto sind jetzt die Sachen, die jetzt in den nächsten Tagen ablaufen. Aber hier vom Bäcker, ganz frisch, von heute, alles richtig lecker, richtig Schmackofatz. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Und besser als sie wegzuschmeißen. Ich werde euch den Link zum Google Play Store mal unten reinpacken. Ich weiß es nicht, den Namen natürlich, so heißt ja das Video. Ich weiß nicht, ob es die App auch für Android, iOS gibt. Müsst ihr gucken. Aber ich würde mir halt auch noch wünschen, dass man mehr Bezahlmöglichkeiten hat. Man hat halt Klarna, Google Pay, PayPal. Also Kreditkarte weiß ich jetzt nicht, glaube auch noch. Ich gucke nochmal nach. Aber man könnte ja auch Bankeinzug oder so hinzufügen. So, mein Konto. Also Geld gespart. Ich habe jetzt 8 Kilo 8 Kilo CO2 eingespart. Das ist halt auch cool, was man sieht. Naja, ob sich das lohnt bei 30 Kilometer fahren. Aber 8 Kilo CO2 habe ich eingespart. Geld gespart 21 Euro und 3 Lebensmittel habe ich errettet. Man hat dann da auch so eine schöne Übersicht. Ja. So, wenn ich jetzt gucke, Kontodetails, Zahlungsmethode. Ah ja, also wir haben PayPal, Google Pay und Kreditkarte. Wir haben auch einen Gutschein, wir können auch einen Gutscheincode hinzufügen. Ich denke mal, wenn sie mal Werbung machen oder so, dass man da auch irgendwo einen Gutschein kriegt. Leider haben wir nicht Bankeinzug. Klarna. Ja, das würde mir jetzt mehr helfen. Ich zeige euch das mal. So, das sind halt die Optionen, die wir haben. Und da jetzt ein Bankeinzug und Klarna zum Beispiel wäre natürlich halt auch noch klasse. Ja? Weil nicht jeder hat PayPal oder und Google Pay und Kreditkarte schon gar nicht. Also ich habe keine Kreditkarte. Google Pay nutze ich nicht. Habe ich nicht. Und ja, PayPal habe ich nur. So, aber nichtsdestotrotz. Hoffe ich, dass ich mit dem Video euch ein bisschen helfen konnte. Wie gesagt, Lebensmittel retten ist ja auch wichtig. Ich bin jetzt weg. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde die jetzt noch gucken. Bei den meisten, wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich die noch weiter testen. Also bei Netto werde ich auf jeden Fall öfters jetzt mal so eine Box holen, weil das ist fast nebenan. Das ist nicht weit. Das ist ganz gut. Bei dem Bäcker, das schmeckt auch lecker. Aber der Weg rechnet sich nicht. Stadtcafé könnte man schon nochmal machen, wenn man da denn hinfährt, also wenn man da gerade in der Nähe ist. Aber Netto, das wird auf jeden Fall, den habe ich noch bei Favoriten drin gemacht, den werde ich, da werde ich, wenn ich Glück habe, ist halt immer, man muss schnell sein, öfters mal so eine Box holen. Vielleicht habe ich ja auch mal das Glück und andere Läden aus meiner Stadt machen auch noch mit. Penny, Rewe, nee, Rewe haben wir nicht mehr. Penny, Netto, also rote Netto, das ist jetzt vom schwarzen Netto. Lidl, na, sowas halt, Edeka, dass die halt vielleicht auch mal mitmachen, das wäre natürlich auch toll. Alleine, ja, dann könnte ich halt zwei, drei Läden mit ihm mal absteuern. Wäre auch nicht schlecht. So, aber nichtsdestotrotz, ich quatsche wieder viel zu viel. Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.